Und herzlich willkommen zurück zum Kellergeschoss. Keller-Dings. Wobei es ja nicht wirklich ein Keller ist. Das ist. Ich weiß gar nicht, gibt es für sowas überhaupt eine richtige Bezeichnung? Weil Keller wäre ja unterirdisch. Das ist ja aber nicht unterirdisch, sondern das ist ja so auf halber Ebene. Ne? Ist ja hier vorne, ist ja die Straße. Und das Ding ist quasi wie so eine etwas abgesetzte Etage, die also ein bisschen abgesetzter ist. Von daher ist es ja nicht wirklich ein Kellergeschoss, aber ich glaube, es gilt trotzdem als Keller. Oh, so schön. Erst Schafe, jetzt Hühner. Was ist hier los? Aber na komm. Ich glaube, es gibt gleich einen abgefuckten Trolley. Wobei, achso, haben wir noch ein Stack? Ja, wir haben noch ein Stack. Boah, krass, eine ganz schön wenig Platten. Ich meine, wie gesagt, wir dürfen sowieso zu wenig Platten haben, da wir jetzt auch das Holz hier mitmachen. Ich krieg der, Alter, ich brüll mir das Viech direkt ins Ohr. Das ist doch bekloppt. So. Also, ich muss schon sagen, ich bin schon sehr schnieke. Okay, können wir hier unten schön. Achso, siehst du? Weiß ich gar nicht, wie wir das machen. Meine Idee war ja ursprünglich, dass wir hier so auf dem Boden Kisten hinstellen können. Und ich hatte dann noch so ein bisschen die Idee gehabt, dass wir dann hier an die Wand so Icons dran machen können oder Schilder, was drinne ist. Aber wenn hier natürlich Platten drüber sind, dann geht das natürlich nicht mehr. Dann müssen wir. Müssen wir überlegen, ob wir nicht doch statt den Kisten mit Drawern arbeiten oder mit beidem, dass wir sagen können, so in der Mitte stellen wir Kisten hin, so Ramschkisten, und außen können wir den Drawer hinstellen. Und dadurch, dass die Drawer ja ganze Blöcke sind, können wir an der Stelle einfach das Ding hier wegnehmen, ohne dass man den Boden sieht. Also das würde auch gehen. Das wäre noch eine Option. Gibt es eigentlich Schilder als Blöcke? Ne. Ja, also was so meine Idee war, ich meine, wenn man Schilder hinsetzt, ist es ja einfach so eine kleine Fläche, wo ein Text drauf ist. Ich hatte gehofft, es gibt auch noch so Blöcke, wo man Text drauf schreiben kann. Also quasi ganz dicke Schilder, wenn man so möchte. Aber gibt es wohl scheinbar nicht. So, es fehlen noch 14 Dinger. Ja, eigentlich 13. 13. Ich meine, auf der anderen Seite, wir müssten ja eh also gucken, wie wir runterkommen in den Keller. Wir brauchen also eh noch sowas wie eine Treppe oder ähnliches. Egal, ich brauche trotzdem erstmal Dinger. Bauen sie später wieder ab. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Achso, ja, was mach ich denn da? Das hier brauche ich. So, an die halt, andere Seite. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Oh, lass mal was trinken hier. So. Sind jetzt anders rotiert? Nö. Ja, vielleicht doch. Ja, doch, die sind anders rotiert. Oder? Nee. Keine Ahnung. Egal. Sieht eher alles fast gleich aus. Von daher easy. Gut, damit sind was ist denn hier los? Warum fehlt hier ein random Block? Egal. So. Dann haben wir das schon mal fertig.
Jetzt kommen. Gott, deine Dose hat so viele Schafe. Die Wände. Hoch die Hände, hier kommen die Wände. Tralali, tralala. Walter, ich hab so gerade Kloß im Hals. Hallo, my friend. Party hard. Hey. Runter mit Ihren Schuhen von meiner Kiste. Sonst klatscht es. So, wir brauchen diese weißen Blöcke. Da haben wir noch eine ganze Menge von. Achso, das war Silbersandstein. Ich dachte, das ist Beton oder sowas. Ah, nee, haben wir einfach Silbersandstein genommen. Cool. Ist natürlich schon preiswert. So, dann bauen wir jetzt mal die Wände. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie wir das mit den Fenstern machen. Ich meine, hier kann man eh kein Fenster reinklatschen. So, hier ist halt durch diese Schräge wird es halt optisch sehr schwierig. Alleine die Tür sieht schon sehr seltsam aus. Aber gut, bei der kann man noch sagen, okay, kann man so akzeptieren. Ansonsten würde ich hier aber wirklich keine Fenster reinmachen. Das macht einfach keinen Sinn. Hier hingegen ist es schon was anderes. Also erstmal hier die Wand. Durchziehen. So. Und jetzt ist die Frage. Also unten wird erstmal durchgezogen, ganz klarer Fall. Ich glaube, ich lasse auch hier in der Mitte erstmal. Achso. In der Mitte erstmal auf. Ja, doch, hier in der Mitte lasse ich auf. Ich glaube, ich mache hier bei der Innenseite nur so ein kleines Oberlicht rein, ne? Mache ich hier quasi zu. Und komme nicht mehr hoch. Und dann quasi hier. So ungefähr. Bam. Also ist hier nur so ein kleines Oberlicht, dass da überhaupt Licht reinkommt. Doch, das kann man machen. Das geht auf jeden Fall. Und hier nach außen haben wir etwas größere Fenster. Wobei ich auch erstmal sagen würde, hier auf der einen Seite mal ein bisschen geschlossener machen. Also auf der Hälfte hier ein bisschen geschlossener, damit man hier auch irgendwie so einen Schlafbereich oder sowas haben kann. Das heißt, dann machen wir hier auch nur Oberlichter. So, dann kann man hier drin schön schlafen, kann man so Bett reinpacken, bisschen Ausruhbereich und sowas alles. Und hier machen wir aber richtig schön groß offen. Das heißt, wir machen hier nur so ein Ra. Ja. Jetzt werden sie wieder. Da, da, da. Und dann hier nur oben so ein Balken. Bumm. Hat man hier richtig schön offenen Bereich. Das wird geil. Ich glaube, mache ich hier tatsächlich genauso. Dann kommen die hier in der Mitte also wieder alle weg. Genau. Und dann kommt hier auch einfach nur so ein Ding drüber. Verdammt. So. Ja, doch, so ist gut. So ist. Das kann man machen. Und weißt du was? Also dadurch, dass man hier auch eh die ganzen Bäume nicht sieht, glaube ich mal, ich mache von hier einfach auch doch einfach zu. Das macht dann doch schon eher Sinn. So, hier kann auch vier hoch. Ich weiß gar nicht, warum da nicht vier hoch sind.
Das Haus nimmt langsam echt Gestalt an. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Ist doch ja nicht mal so schlecht. Gut, hier haben wir natürlich ein Problem. Entweder man sieht von außen, dass hier kein Baumstamm ist, oder man sieht von innen, dass nur an der Stelle ein Baumstamm ist. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ah. Das ist ja doof. Doof. Döf. Döf. Kann man Bäume in Scheiben schneiden? Nee, ne? Ich probier's einfach mal random, aber genauso wie was nicht brauche ich brauchen. Wir brauchen nicht quasi die äußere Seite, dass wir das als Scheibe haben. Gab's da nicht irgendwie was? Warte mal kurz, Kiefernbaum. Gab's da irgendwie so eine Rezepte, womit man daraus. Ich brauche quasi hiervon das Gegenstück, dass man nur die Außenseiten hat. Aber genau das scheint es nicht zu geben. Ja, gibt's nur mit nur Innenseiten. Was ist das dumm? Das ist doch richtig dämlich. Ne. Also können wir es wirklich nur machen, dass wir doch da einen Baumstamm hinsetzen. Und dann müssen wir es innenarchitekturmäßig wirklich so machen, dass an der Stelle wirklich irgendwie ein bisschen Wand ist oder sowas. Dass das dann den Baumstamm von innen verdeckt. Anders wüsste ich jetzt erstmal nicht, wie wir das machen sollten. Ist halt so ein bisschen das Problem, dass man wenn er nicht zwei dick machen kann, weil wenn so eine Wand einfach zwei dick ist. Das würde einfach alles kacke aussehen. Und ja, wenn man aber nur eine dicke, also die Wand nur eins dick hat, dann hat man halt genau solche Probleme, dass man nichts verputzen kann quasi. Weil gut, du könntest einfach von außen überall noch so eine Scheibe drüber setzen. Oder man kann die Wand damit eins dick machen, dass man einfach Slab benutzt, von außen und von innen, die dann halt immer nur einen halben Block dick sind. Das könnte man vielleicht auch praktikabel machen, wäre aber. Das würde das gesamte Konstrukt unendlich aufwendig machen. Like for real. Tja. Achso, wir haben wieder ein bisschen was essen hier. So, dann kommt hier doch ein Baumstamm rein. By the way, kann ich hier auch einen Baumstamm reinmachen? Jetzt die Frage, wie machen wir es überhaupt mit dem Baumkonzept? Machen wir auf der Höhe einen Baum oder lieber eins drüber? Wir haben ja noch vorne die Etage drauf zu klatschen, ne? Die Frage. Danke. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wäre es günstig, wenn wir auf der Ebene, der da, die Bäume hinklatschen, dann auch die Decke reinzimmern und dann von der Decke her nochmal eine halbe Decke runtergehen, damit wir von unten eine andere Decke haben können, als oben der Fußboden ist. Also so wie hier halt. Oder ob wir. Also quasi, dass die Decke hier einen halben Block runter geht. Oder, also damit dreieinhalb Höhe hat der Raum hier. Oder wir die Decke um eins nach hoch setzen. Das heißt, die Bäume eins höher sind, also hier jetzt in der Luft. Dann halben Block runter geht und damit die Etage viereinhalb Blöcke hoch ist. Was ein bisschen viel werden könnte.
Andere wird jetzt halt mit 3,5 auch nicht viel besser aus. Obwohl doch, könnte man. Ich glaube, 3,5 passt doch schon eher. Ja, okay, doch. Machen wir lieber 3,5, 4,5. Dürfte zu viel sein. Zu viel des Guten. Ich komme jetzt die Nüsse mal rauf, armer Nackholm. Vage ist hier. Du Hure von einem Sohn. So, hier. Kommen wir, machen wir. Hier ist eigentlich. Ich habe keine Ahnung. Na, leck mich. Haben wir das Replacement Tool dabei? Haben wir natürlich nicht. Wir haben kein Replacement Tool dabei. Gut. Das gibt es eine kleine Strafrunde. Ihr Pisser. Volle Fahrt voraus. Yay! Hui! Was wir noch machen sollten, ist eine Stromleitung verlegen, so eine MV-Leitung. Und die dann hier auf so einen kleinen Masten aufstellen, sodass es auch aussieht wie so eine alte Telefonleitung. Das wäre voll geil. Leider kriegt man es hier nicht hin, dass sie so schön durchhängt. Das kriegt man hier definitiv nicht hin. Aber zumindest so eine schwarze Leitung zu haben, die einfach so oberirdisch an so Mästen lang geht, hätte schon was. Bestimmt. Könnte man hier so oberirdisch verlegen, also da so, wobei es schwierig wird, weil die Leitung geht ja später nicht nach oben. Ah, schön. Der dieser. Oh. Der Schatzmann ist immer noch da. Cute little buddy. Ich liebe es. Wird schon später schon sehr schön aussehen, wenn hier andauernd irgendwelche Sachen durch die Pipe durchgehen, wenn man hier lang fährt. Jetzt gerade sieht es ein bisschen langweilig aus, weil die Pipe halt nicht benutzt wird. Tja, eigentlich brauchen wir die Leitung ja später gar nicht mehr, ne? Wenn wir bei dem zweiten Haus wirklich einen Quarry hinsetzen wollen. Also das Ding, was halt den Loch in die Erde baut, quasi nach unten. Diese wollte ich aber gucken, ob sie die eigentlich auch für MV gibt. Wir sind die gar nicht geschrieben. Da. Ne, gibt's nur für HV. Schade. Aber auf jeden Fall, wenn wir halt so ein Ding da hinsetzen, dann hat er seine eigene Materialquelle. Brauchen wir also hier keine Rohrverbindung mehr. Weil eben die aktuelle Planung ist ja, dass unser erstes Haus das ganze Zeug meint und das dann halt zum Teil bei sich behält und einen anderen Teil halt über das Rohr zum zweiten Haus schickt, damit wir da auch schöne Materialschätze anhäufen können. ja. Ah, halt, nach oben. So, gib mir mal ein Replacement Tool. Mehr brauchen wir nicht. Nö. Tschüss. So. Kannst du auch bald mal anfangen, die ganzen Kiefern abzubauen, die da rumstehen? Denn ich finde, wenn wir jetzt anfangen, mit dem Holzgerüst zu bauen, wenn wir ein bisschen mehr Holz brauchen als das bisschen hier.
Ich meine, wir hätten auch jetzt gleich welches mitnehmen können, aber auf der anderen Seite, ich meine, wir haben ja extra da Bäume aufgebaut, gezüchtet, damit wir die jetzt abholzen können, denn. Von daher, sollten wir das auch mal machen. Dafür haben wir ja hier die beiden Äxte da. Ah, da ging es ja raus. Wow. Ah, hier nicht. Was ist denn da? Ach, schön, die fährt ja unter uns runter durch. Deswegen mussten wir ja hier hochbauen. Ah, da war ja was. Hier muss man dann wieder runterbauen, weil da dann irgendwie Wasser kam oder so, ne? Kam irgendwie so ein Fluss oder sowas kam hier. Genau, hier sind, deswegen ist hier auch der, dieser grüne Stein. Weil da drüber nämlich Wasser ist. Ja, ja. So hat all seine Geschichte und ich bringe jetzt um. Oh. Hätte ich mal mein Schwert eingepackt. Hatte ich sogar dabei. Ding mir im Arsch. Also Leute, wir müssen zurückfahren. Bevor der Junge noch eine Gewerkschaft gründet. Ja, wieder ab in die Freiheit, ab ins Grüne. Hui. Oh, das macht schon ein bisschen Fun. Das Schöne ist ja, die Anlage an sich ist zwar protected, das heißt, ihr könnt hieran nichts ändern. Aber ihr könnt trotzdem auch eine Lore aufstellen und hier auch immer hin und her fahren. Weil das Lore hinsetzen und mit der Lore rumfahren ist. Könnt ihr auch, wenn der Area protected ist. Sonst würde ihr auch beim Mindclone-Server am Spawn, da haben wir auch eine Rail-Bahn aufgebaut. Ne, da kann man ja auch damit rumfahren. Wie man lustig und launig ist. Von daher kann man auch das auch hier machen. So, hier sind die ganzen Bäume. Dann hacke ich die mal alle ab. Das ging auch schnell. Hätte jetzt längere Wartezeiten erwartet. Gib mir mal die Saplings her, dann kann ich die nämlich gleich mal wieder einpflanzen hier. So, schon ist es wieder dunkel. Das gibt's doch ja nicht, ey. Ich glaube, wir sollten hier auch mal ein Bett hinstellen oder sowas. Hält sich der Kopf nicht aus. So, hier haben wir. Ach, ich muss einfach hier rein. Gerade mal ein Stack dazu bekommen. So viel ist es aber nicht. Hätte jetzt schon mit mehr gerechnet. So, das Replacement-Tool. Kopieren. Einfügen. Oh, ich will noch alles. Einfügen. Jawohl, ja! So, hier ist gleich so.
So. Also, hier muss ja auch eins dran drüber, ne? Ah, verdammt. Ich bin sogar fast am Überlegen, ob wir bei der oberen Etage nicht auch so ein Muster machen, nur halt mit einer anderen Farbe. Das wäre doch auch ganz geil, oder? Irgendwie wird es mir gerade so dunkel. Verdammt. Ist er? Man sieht nicht mal mehr, was man macht, weil es so dunkel ist. Dann gehen wir mal nach Home. Und eine Runde. 1 von 2 Spielern, verdammt. Wunderschöner neuer Tag. Tja, das macht doch schon mal ein bisschen was her. Ich weiß noch nicht, aus welchem Material wir das Dach eigentlich machen. Wobei eh noch eine Etage oben rauf kommt. Das Gebäude wird irgendwie ganz schön groß, kann das sein? Oh ja. Weiter geht's. Nächste Folge. Bis dann.